Hallo! Heute gucken wir uns das Statement von Steffen Ostwald zu meinem Kritikvideo gegen ihn an und schon mal im Vorfeld, es wird richtig dumm. Dazu hat Fritz Meinecke Staffel 2 von Seven vs. Wild angekündigt und sogar schon verraten, wo es stattfinden wird bzw. wer potenziell mitmachen wird. Und der YouTuber Mois war scheinbar im Gefängnis, aber da bin ich selber auch noch ein bisschen verwirrt. Aber egal, jetzt heißt es erstmal, wie immer, let go! The thing goes Bevor ich auf das Video bzw. auf die Videos von Steffen eingehe, wollte ich mich ganz kurz einmal bedanken. Real Talk, ich glaube, ich habe noch nie so krass viele heftige Nachrichten zu dem Thema bekommen, wie zum letzten Video. Klar, das Video ist auch irgendwie schon 5000 Kommentare, wo sich auch echt viel drunter bedankt wurde und krasse, einfach viel heftiger Stuff drin steht. Aber vor allem die DMs, die ich auf Instagram bekommen habe, haben teilweise mein Herz wirklich berührt, weil ich ja wirklich so viele heftige Stories von vor allem Frauen bekommen, die leider schon mies negative Erfahrungen mit Narzissten gemacht haben. Und scheinbar hat das Video diese Leute wirklich ein bisschen bestärken können, sich von diesen Personen halt dann eben auch zu lösen. Und wirklich, es hat mich echt krass gefreut, dass das Video scheinbar Leuten helfen konnte. Waren kranke Storys auf jeden Fall auch dabei. Ich habe auch mit echter Menge Leute geschrieben. Ich konnte auf jeden Fall nicht ansatzweise allen antworten, weil ich habe wirklich ein paar tausend DMs bekommen seit dem Video. Aber wirklich, fühlt euch gesehen und Küsschen geht raus an euch, dass ihr mir da so krasses Feedback einfach gegeben habt. Es ist wirklich heftig. Was mich aber nicht so gefreut hat, war die Reaktion von Steffen auf das Video. Er hat wirklich über 5 Stunden Antwort auf das Video gedroppt. Und erst war die Frage, Bruder, ganze Buch, wer guckt sich das an? Naja, ich hab's zum Teil gemacht und hab's bereut. Weil das kann man wirklich nichts, und damit meine ich wirklich absolut gar nichts, bei Steffens Videos inhaltlich rum. Keine einzige Sache, die ich kritisiert habe und Hunderttausende indirekt durch Zuspruch auf das Video halt eben zugestimmt haben, hat er im Nachhinein entkräftigt oder gesagt, yo, das war nicht so gemeint oder whatever. Er hat wirklich nichts entkräftigt oder irgendwie zurückgezogen. Sondern ganz im Gegenteil, er hat in seinen anderen Videos genau da weitergemacht, wo er halt im Interview aufgehört hat. Und zwar mit Beleidigungen und Bedrohungen gegen mich. Und das Lustige an der Sache ist, sein erstes Antwortvideo, was er online gestellt hat, wurde einfach von YouTube aufgrund der Community-Richtlinien wieder gesperrt. Wegen Belästigung und Mobbing. Erstmal auch übrigens Ehre an die Leute, die es gemeldet haben, damit ich mir den Schrott nicht reinziehen musste. Und dazu nochmal die Frage in den Raum, wie krass kann man eigentlich reinscheißen und es nicht einmal schaffen, ein Antwortvideo zu drehen, was nicht von YouTube gesperrt wird? Also, yo, ganz kurzer Einwurf aus dem Schnitt. Sein drittes Antwortvideo auf mich wurde mittlerweile auch schon gesperrt, von daher zeugt von Qualität. Aber naja, er hat ja noch ein paar weitere Videos gegen mich gemacht. Was kam da denn inhaltlich drin vor? Naja, erstmal hat er wieder versucht, mich zu diffamieren, indem er halt sowas gesagt. Keinen erwachsenen Menschen mit Hirn und Herz nimmt dich für voll. Und das sagt er hier. Gut. funny, muss ich sagen. Und daraufhin wurde ich wieder direkt bzw. auch indirekt von ihm bedroht. Achtung, Tim! Karma war das Überthema. Wenn unser Schlägerkumpel dein Video sieht, dann kocht der. Dann sagt er mal wieder zu mir, ey Steffen, gib mir die Adresse. Okay? Meinst du, das ist irgendein Vollhorst oder was? Ey, Tim, du bist bei den harten Jungs gelandet. Ey, genauso sollte man auf Kritik antworten, die hunderttausende Menschen gegen einen teilen. Einfach weitershooten und absolut nichts einsehen. Ich glaube, so war ich mit 4 Jahren auch drauf. Ansonsten bin ich ehrlich zu euch, ich habe mir nur das 2-Stunden-Video von Steffen gegen mich angesehen, weil ich dachte mir auch so, ey, ich muss mir jetzt auch nicht mehr reinziehen, wie mich jemand die ganze Zeit bedroht und beleidigt und sowas. Hatte ich auch Real Talk einfach keinen Bock drauf. Aber allein wenn man die Kommentare von anderen Videos liest, in denen dann sowas drinsteht wie: Hätte nicht gedacht, dass Realitätsverlust mehrere Level hat. Noch nie hat ein Mann mich so abgestreckt und angeekelt. Oder auch mein Favorite. Schön zu sehen, dass Andreas das Frauentausch es zu was gebracht hat. Naja, wenn die Kommentare halt so aussehen, dann weiß man halt, dass inhaltlich wahrscheinlich nicht viel mehr rumkam als sowas hier. Jede verfolgte Minderheit oder egal wer auf der Erde ist laut dem Karma-Gesetz selber schuld. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute für die Aussage Steffen auch gerne in die Fresse boxen würden. Imagine, durch einen Autounfall verlierst du deinen Freund oder Freundin.
deine Eltern, deine Kinder oder auch im Falle von George Floyd, sagt dieser Mann einfach, ja, selber schuld. Ich glaube, wenn jemand sowas droppt, muss man auch innerlich nicht mehr weiter auf diese Person eingehen. Dann sieht man, was für eine widerliche Person das einfach ist und was für ein ekliger Mensch das einfach ist. Ach, und apropos eklig, Steffen hat mir übrigens was auf Instagram gesendet, an dem Tag, wo das Video online kam. Und zwar ein Porno von sich selber. Ich glaube, es war ein Porno von ihm und Nathalie und Thea, bin mir aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall flext er sogar in seinem Antwortvideo damit, dass er mir den gesendet hat. Wir haben dir gerade den Porno von uns geschickt, okay? Und auch die beiden Mädels droppen einfach nur eklige Aussagen die ganze Zeit. Als Giveaway, als kleines Geschenk, haben wir ihm den exklusiven, brandneuen Trailer für unseren Amazonen-Porno zukommen lassen auf Instagram. Das habt ihr ja auch schon live mitverfolgen können. Und ja, lieber Tim, hey, Hallöcha. Was sagst du denn dazu? Also, es gibt da ein paar schöne Sachen zu sehen, zum Beispiel Theas ja, Gesicht. Mein Blick. Wie gefällt dir das? Ja, da würde ich ja gerne mal sehen, wie der dir, gerne wissen, wie dir dieser Blick gefällt. Oder zum Beispiel. Oder meine Rückseite. Ja, genau. Mhm. Das ist schon geil, ne? So. Was ist denn das für ein abgefuckter Scheiß hier eigentlich? Ich kann euch aber dazu sogar meine Live-Reaction zeigen, weil Steffen hat mir das Video gesendet und wir wussten halt nicht, was drin vorkam. Deswegen hat Nico, mein Cutter, mich einfach mal gefilmt, während ich es geöffnet habe. Er schickt mir jetzt ein Porno oder was? Digga, was ist das? Nee, Digga, Bruder! Das war einfach ein Porno. Nee, Mann, Alter, ist eklig, boah! Wirklich, einfach, bah, dieser Eklige, bah! Ich will jetzt aber das Video nicht mit sowas Ekligem beenden, sondern lass uns mal zu dem Thema von seinen Zuckungen kommen. Ich habe das extra nicht thematisiert, weil ich halt nicht wusste, ob es halt eine Krankheit ist oder warum er halt zuckt. Ne? Ich wollte auch nicht disrespekten, deswegen habe ich es auch gar nicht einfach so thematisiert, weil, ne, wie schon gesagt, wenn es eine Krankheit ist, dann will man sich auch nicht drüber lustig machen. Und auch in den Kommentaren wurde sehr viel gemutmaßt, warum Steffen jetzt eben so am Zucken ist, wie hier. Und zwar hat Thea die Frage vom Drachenlord endlich beantworten können. Was zuckst du denn die ganze Zeit, Alter? Und zwar ist laut Thea das Zucken ein Zeichen der Offenheit und des Fühlens. Die meisten kennen es vom kurz vorm Einschlafen. Den befindet man sich hier dann in einem entspannten Zustand des Loslassens. Der Kommentar drunter war übrigens, und ich bin Jesus. Fand ich lustig. Aber ja, okay, hätten wir das jetzt auch geklärt. Dazu, das ganze Thema Steffen Oswald ist für mich jetzt persönlich hier jetzt eigentlich abgefrühstückt. Klar, wenn nochmal irgendwie so eine Bombe platzen sollte oder was auch immer, werde ich natürlich darüber berichten. Deswegen, falls ihr nicht verpassen wollt, subt gerne rein. Aber ansonsten werde ich jetzt hier auf dem Kanal nicht mehr auf Steffen eingehen, weil, wie schon gesagt, da kommt innerlich nichts von ihm. Und ich glaube, es ist auch alles gesagt worden, was gesagt werden musste. Dementsprechend gehen wir jetzt mal weiter zum nächsten Thema. Ganz, ganz kurz zum Thema in eigener Sache. Ich weiß gar nicht, wie doll ich das auf dem Kanal hier schon mal thematisiert habe, aber ich bin bei der nächsten Staffel Ninja Warrior mit fest dabei. Beziehungsweise jetzt gerade, wo das Video hier online geht, ist meine Aufzeichnung von meinem ersten Run. Also jetzt gerade im Moment kämpfe ich gegen 60 weitere krass trainierte Athleten darum, unter die besten 13 zu kommen, um dann halt eben eine Runde weiter zu gelangen. Deswegen wünscht mir gern Glück. Und bei meiner ganzen Reise dorthin hat mich vor allem eine Firma echt eine Menge unterstützt, und zwar ESN. Weil, lol, als ich mich für Ninja Warrior beworben habe, sah ich halt so aus und habe 100 Kilo gewogen. Und es war halt klar, mit so einem Body werde ich da nicht weit kommen. Und dazu brauchte ich auch keinen aufgepumpten Körper, wie ich ihn schon vor 2 Jahren mal hatte, sondern eher einen athletischen, funktionalen Körper. Und deswegen hat mich ESN so ein bisschen an die Hand genommen und hat mir vor allem bei der Ernährung und auch Supplementierung geholfen, weil ich hatte vor allem ein großes Problem. Ich bin eigentlich zu schwer für den Sport. Es gibt zum Beispiel den klassischen Lâché. Da springt man einfach von Stange zu Stange. Das Ganze sieht dann so aus. Und bei normalen schweren Athleten ist es auch eigentlich kein Problem. Nur bei mir krachen halt 100 Kilo plus halt eben die G-Kräfte in diese Stange rein. Sodass, als ich noch ohne ESN trainiert habe, mehrfach meine Bizepssehne entzündet war und ich dann halt eben wochenlang keinen Sport machen konnte, weil es einfach höllisch weh tat. Und dann kam halt eben ESN zu mir und meinte so, yo, mach mal das und das hier. Und ich konnte wirklich von jetzt auf gleich meine Muskeln viel mehr beanspruchen als vorher. Und das, was halt eben neben Kreatin und einer Menge Proteine eben geholfen hat, war Omega-3. Das hat halt eben der Entzündung vorgebeugt und war auch gut halt für die Regeneration der Muskeln. Und ich konnte einfach mein Training unbeschwert, unbedenklich
weiter fortführen. Und hab's dann halt eben geschafft, in so ungefähr 4 Monaten von diesem Buddy hier zu diesem Buddy hier zu kommen. Und hab dazu noch 12 Kilo abgenommen. Und weil die Boys und Girls von ESN mir halt eben so viel geholfen hat, meine Ziele zu erreichen und einen geilen Buddy zu bekommen, habe ich mir auch den Code EhrenESN ausgedacht. Weil Retalk, dieses ganze Ninja Warrior Ding und da mitmachen und so, ist halt wirklich Dream für mich und ich würde halt wirklich echt gerne es ins Halbfinale schaffen. Wäre wirklich nice, sag ich mal so. Und dazu spart ihr mit dem Code EhrenESN natürlich auch noch 10%, solltet ihr bei ESN was bestellen. Und falls ihr Bock habt, jetzt für den Sommer euren Körper noch ein bisschen zu schleifen, kann ich auf jeden Fall 5 Gramm Kreatin am Tag, mindestens 100 Gramm Protein am Tag und für die bessere Regeneration bzw. auch entzündungshemmend oder entzündungsvorsorgend auf jeden Fall auch mindestens eine Pille Omega-3 am Tag sehr, sehr doll empfehlen. Aber alle 3 Sachen habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Deswegen geht's auch schnell bestellen und für euren Summer Beach Buddy noch ein bisschen was tun. Gönnt euch auf jeden Fall und drückt mir auch gerne die Daumen jetzt bei Ninja Warrior, weil unter die Top 13 zu kommen gegen 60 Leute könnte schwierig sein, aber wir werden sehen, ne? Es ist offiziell, Fritz Meinecke hat Staffel 2 von Seven vs. Wild angekündigt. Seven vs. Wild, Staffel 2, es ist offiziell. Real Talk, ich habe so miesen Bock, mir das reinzuknallen. Vor allem, weil Fritz sich dazu entschieden hat, das ganze Event auf einer tropischen Insel stattfinden zu lassen. Wir haben uns tatsächlich für, sage ich es jetzt einfach? Ich hau's einfach raus. Für eine tropische Insel entschieden. Und was gibt's auch viel auf einer tropischen Insel? Richtig, wilde Tiere. Tiere. Und ich sage es euch ganz ehrlich, habe ich ein bisschen Respekt vor. Weil Insekten, Schlangen, Raubtiere, kein Witz, Krokodile, Spinnen. Manche Sachen gefährlich, manche Sachen weniger gefährlich. Boah, ich muss sagen, eigentlich hatte ich auch nach Staffel 1 mies Bock, mal bei sowas mitzumachen. Aber ich muss sagen, jetzt spätestens bei Spinnen oder Krokos wäre ich aber sowas von raus gewesen. Dazu wird es aber dieses Jahr mit den Kandidaten auch ein bisschen anders ablaufen. Zum Beispiel wird es auch einen Wildcarder geben, der sich dann halt eben bewerben kann, um dort halt mitzumachen. Und die 5 weiteren Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die neben Fritz halt eben mitmachen sollen, hat Fritz nicht im Vorfeld angefragt und das mit denen abgeklärt, sondern hat es einfach live in seinem neuesten YouTube-Video gefragt. Jo, ihr 5 habt da Bock. Und die 5, die Fritz halt eben nominiert hat, um dort mitzumachen, sind Robert Mack-Lehmann, Knossi, Sabrina Outdoor, Nova und Sascha Huber. Real Talk ist ein sehr, sehr wilder Mix. Die Leute haben jetzt eine Woche Zeit übrigens, um sich zu entscheiden, ob sie halt mitmachen wollen oder eben nicht mitmachen wollen. Und ich berichte euch natürlich in der nächsten Wochenshow, wer mitmachen möchte oder wer halt eben nicht mitmachen möchte. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten von den möglichen Kandidaten. Real Talk, Fritz, ich muss mich ganz kurz hier mal bedanken. Wirklich danke, dass du so ein geiles Projekt auf die Beine stellst. Ich bin so mies hyped, ich bin so pumped auf das Projekt. Erste Staffel war schon geil und zweite Staffel auf der tropischen Insel mit diesem Kandidatenset. Muss einfach geil werden. Deswegen, Fritz, wirklich Küsschen raus an dich. Vielen lieben Dank dafür. Jetzt eine News, von der ich immer noch sehr verwirrt bin. Es geht um Mois und der war scheinbar im Knast. Zumindest heißt so sein neuestes YouTube-Video. Er schreibt dazu noch ins Video, dass er seine Kinder und seine Family sehr vermisst hat. Aber ansonsten geht er in dem Video nicht wirklich darauf ein, warum er jetzt im Knast war oder was er angestellt haben könnte oder wie es war oder whatever. Sondern er flext halt vor allem mit materiellen Dingen rum, wie mit seinen Autos oder mit seinen Uhren eben. Wie gesagt, ich bin verwirrt, ich habe auch nicht wirklich viel Informationen über die ganze Thematik. Er kann auch nicht lange im Knast gewesen sein, weil er hat vor 5 Wochen noch was auf Instagram gepostet, deswegen halt ein paar Wochen maximal. Falls ich da mehr rausfinde, sage ich das natürlich hier in der Show. Aber ansonsten alles Gute an dich, Mois, und deine Family, ne? Deswegen macht keinen Unfug. Ansonsten war es das jetzt mit der Wochenshow für diese Woche. Folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr Bock habt. Ich darf zwar bezüglich Ninja Warrior noch nicht sagen, ob ich weiter bin oder wer weiter ist oder wie weit ich gekommen bin oder whatever. Darf ich alles nicht sagen natürlich. Aber 1-2 Infos kann ich da auch bezüglich der Show droppen, wie es war und wie es fand und sowas. Und das kann ich natürlich sagen. Und drückt mir auch gerne die Daumen, weil jetzt gerade ist mein Run. Ach, und dazu, falls ihr eh gerade auf Instagram seid, dürft ihr auch gerne mein neuestes Vorher-Nachher-Bild liken. Ansonsten, haut rein. Bis nächste Woche und ciao.